Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Wings mit dem neuen Piloten ab der Blaue. Mal gespannt, was heute ansteht. Beim letzten Mal haben wir uns ja verabschiedet vom guten Anagnorisis. Leider Gottes. Viel zu früh ist er von uns gegangen. Aber jetzt geht's weiter. Der 16. Juni 1916. No shortage of bad news. Just heard the Huns captured Fort Fawkes. Die Deutschen haben Fort Fawkes erobert. Wie auch immer. As if that's not bad enough, we also learned that Lord Kitchener, the British War Minister, was killed last week aboard the cruiser Hampton when it hit a mine in Scapa Flow. Und der britische Kriegsminister Lord Kitchener ist leider auch verstorben, nachdem sein Schiff, auf dem er war, auf eine Mine gelaufen ist. Sadly, we haven't the luxury of time to mourn our losses. Unsere Verluste können wir leider nicht... wir haben den Luxus nicht, unsere Verluste zu betrauern. So. We are off to bomb the aerodrome at Colmar and do our part to end this battle. Also wieder eine schöne Bombardierungsmission. Den Flugplatz at Colmar, in der Nähe von Colmar, müssen wir bombardieren. Bomb the aerodrome. Second Lieutenant up the Blaue, sein erster Einsatz also. Secondary targets, planes. Avoid Churches and Red Cross Units. Ja, natürlich. Red Cross Units verstehe ich noch. Kirchen verstehe ich natürlich auch, aber ist jetzt ja nicht so wichtig. Ich meine, gut, wir bombardieren keine Kirchen und keine Rotkreuzfahrzeuge. Ist in Ordnung. Mache ich nicht. A bombing, we would go. In honor of Lord Kitchener, the Colmar landing fields were about to be pounded into rubble. Ja, mal sehen. Wenn es wieder Flugabwehrfeuer gibt, dann wird das wieder nichts hier. Eins und zwei. Die beiden Dinger muss ich treffen. Gut. Können wir das merken? Ich weiß nicht. Ja, so natürlich nicht. So auch nicht. Ja. Dann geht's jetzt wahrscheinlich wieder vom rechten Flügel. Die nächste Bombe runter. Ich bin aber auch super. Wow, Hilfe, was ist denn los hier? Ah, Flugzeuge. Bam! In your face! auf das Flugabwehrfeuer achten. Oh, 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 oh. Mist. Ich habe die Gebäude ganz vergessen zu bombardieren. Hoffentlich war es das jetzt nicht. Ich glaube, ich hab's verpasst, oder? Boah, nicht gut. Mist. Aber das eine Gebäude dürfte ich doch getroffen haben, oder? Jetzt war ich so auf die Flugzeuge konzentriert. Mist, 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 Mist. Ja, Hangar 1 habe ich getroffen, das andere nicht. Damit ist die Mission natürlich ein Fehlschlag. Ah. Das ist jetzt aber blöde. Mensch. Ja, da muss man auch auf zu viel achten. Flugabwehrfeuer. Flugzeuge, die man bombardieren will. Und dies und das. Naja. Für unseren ersten Einsatz gar nicht mal so übel. Immerhin haben wir die Hälfte des Ziels erreicht, des Einsatzziels. Von daher, so schlimm kann es nicht gewesen sein. So. Der 19. Juni 1916. A victory for the Allies, but the loss to all pilots comes with the death of Max Immelmann. Oh, Max Immelmann ist tot. Aha. Valiant to the end, the Eagle of Lille was shot down yesterday. Also der Adler von Lille wurde gestern runtergeholt vom Himmel. That is the RFC, Royal Force, weiß ich nicht, claims he was shot down. The Germans report that his sink gear failed and he shot off his own propeller. Aha, also er hat angeblich seinen eigenen Propeller abgeschossen, weil er einen technischen Fehler hatte, behaupten die Deutschen. No matter to me, he was a model for us all, a great man who died flying for his country. Also, es war ein großes Vorbild für uns alle, ein großer Mann, der für sein Land gestorben ist. It is in his honor that we'll fly today's late patrol. Also, in Ehren von Max Immelmann fliegen wir jetzt die Patrouille. Wohlgemerkt, es war vom Gegner, Pilot vom Gegner. Ja. Vor knapp 100 Jahren galt das halt noch als ritterlich. Wir fliegen zusammen mit First Lieutenant Rick Hendricks, 31 Missionen, 18 Kills, und Second Lieutenant Daniel Montaigne. Naja, mal gespannt, auf wie viele Gegner wir hier treffen. Für Max Immelmann. Normalerweise müsste man sich doch ohne Ende freuen, dass ein guter Pilot des Gegners dahingeschieden ist. The sky seemed of
Kilter without the Eagle of Lil. The three of us saw only cloud cover as we searched for an opponent who might fly in the name of Immelmann. Auf der Suche nach Gegnern, die auch für Immelmann fliegen, begaben wir uns in den Himmel. Naja, hoffentlich nicht so weit in den Himmel. So, da hinten sind zwei Gegner, da kommt mein Kollege von der Seite, das wieder sehr clever ist, da der meine Fluglinie kreuzt. Doofsack. Drei von uns, zwei von denen, das sollte doch... Ah, toll. So, komm. Also immer direkt in die Gegner reinfliegen ist sicherlich keine gute Idee, aber ich bin halt, ihr wisst, ich bin der Draufgänger. Deswegen gehe ich auch so oft drauf. Könnte wirklich damit zusammenhängen, oder? Oh, komm schon. Gegner, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hole gar keine Gegner mehr vom Himmel. Schon seit einigen Episoden nicht mehr. Na, bitteschön. Das muss ja jetzt aber mal ein Abschluss für mich gewesen sein. Anderen schnappen wir uns auch noch. Das Flugzeug sieht zwar schon wieder aus wie Schweizer Käse. Wow. Nur noch ein Maschinengewehr. Okay, 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 kein Problem. Lässt sich noch steuern, das Ding. Halbwegs. Oh, das kommt schon. Kein Problem. So, schöne Landung. Hier. Oh, durchs Rübenfeld. Okay. There was honor in victory, honor in defeat and honor in just staying alive. Ja, sehe ich ganz genauso. War das jetzt die zweite Mission, die daneben gegangen ist? Nein, die Mission war ein Erfolg. Wir sind zwar abgeschossen worden, haben aber überlebt und haben unseren ersten unseren ersten Gegner erledigt. Sehr schön. Ab der Blaue. Applaus, Applaus. Schon wieder ein paar Verwundete. Na gut, solange sie nur verwundet sind, ist das ja halb so wild. Ja, ab der Blaue. Zwei Missionen, ein Kill. Sehr schön. Sehr schön. Mal sehen, wie es weitergeht. Glück gehabt, dass ich die Maschine noch lenken konnte. Damals, ich glaube, beim Fusseli, als der abgeschossen wurde, da hatte ich ja gar keine Chance mehr. Die Maschine drehte sich ja wie total verrückt. Der 22. Juni 1916. I was actually glad to get out of bed this morning. Aha. After our three-man patrol at noon, we'll be packing for a full week of leave. All that stands between me and Gay Paris is a quick loop two over Verdun to make sure all is quiet on the Western Front. Aha, es geht also, nachdem wir jetzt den nächsten Einsatz geflogen haben, für eine Woche nach Paris. With services all over Germany to Comrade Immelmann, I don't expect much aerial activity. Ah ja, während die Deutschen um Immelmann trauern, irgendwie Volkstrauertag, erwarten wir nicht sehr viel Aktivitäten in dem Gebiet, in dem wir fliegen werden. Womit Gay Paris ist nicht das Gay gemeint, so wie wir es heute kennen. Gay hatte damals halt noch eine andere Bedeutung gehabt. Gay so wie fröhlich, gut gelaunt, Party praktisch. Wir fliegen zusammen mit First Lieutenant Rick Hendricks, mit dem sind wir gerade schon geflogen, oder? Und Second Lieutenant Bernard Murphy. Mal gespannt. Eine Woche Urlaub, das hört sich gar nicht so schlecht an, oder? Wir müssen nur überleben jetzt. Sonst haben wir länger Urlaub. Nach Paris, der Stadt der Liebe. It seemed unfitting that we should find but a single foe below us. With the honor of Immelmann in mind, we wanted to let him go. But he was coming apart. Perhaps he had Immelmann in mind too. In Gedenken an Immelmann wollten wir ihn eigentlich fliegen lassen, den einen Gegner, den wir treffen. Aber er kommt auf uns zu und greift an. Vielleicht auch in Gedenken an Immelmann. Schon Wahnsinn, oder? Wie da Soldaten, Krieger damals gefeiert wurden, sowohl vom Gegner als auch von den eigenen Truppen. Naja. So war das damals. Und damals galt ja auch noch Krieg als legitimes Mittel, Konflikte beizulegen. Nee, und das reicht nicht. Ich bin voll erwischt. Wie hat der mich jetzt erwischt? Vielleicht hinten jemanden sitzen gehabt? Zu spät reagiert von mir.
Kampf. Die schnappe ich in Gedenken an Himmelmann. Ja, fast vom Himmel wohl, vom eigenen Mann. Hier ist was los. Ah, bitteschön. Den haben wir erwischt. Wahrscheinlich auch noch ein paar Kugeln unserer Kollegen verpasst. Nun ja. Ich entschuldige mich in aller Form dafür. Tut mir leid. Das war's. Mission accomplished. Ich bin gespannt, ob das jetzt unser Abschluss war. Ich denke aber schon. Mann. Ja, Abde Blaue ist ja ein richtiger Killer da am Himmel. Nicht schlecht. So, das heißt jetzt Urlaub in Paris. Max Immermann, da wurde er gestrichen von der Liste. Genau wie Jean Navarre und Harrison Whitmore. Naja, Patrick Weaver, der ist doch bei uns, oder? Ross Haldy auch. Sind die nicht alle bei uns? Bis auf die Deutschen? Die sind natürlich nicht bei uns, ist klar. So, komm jetzt hier, eine Woche Paris. Ross Haldy ist missing? Wie passiert denn sowas? Wie kann der denn verschütt gehen? Ich meine, entweder stürzt er ab oder stürzt nicht ab. Naja, vielleicht hinter feindlichen Linien, das kann natürlich sein. Gefangen bei den Deutschen. So, Paris, 1. Juli 1916. Back from leave and what a leave it was. Ah, schade, hab gedacht, der erzählt vielleicht unterwegs noch ein bisschen was von Paris. Girls up and down the jump, Champs-Élysées, girls all along the Seine, girls in every cafe and nightclub still open for business. Unfortunately, old Pharaoh put a damper on things the very hour we got back when we demanded our full company short arms inspection. Tja, kommen sie aber wieder zurück, wir haben recht wieder hart rangenommen vom Pharaoh. Hart rangenommen wurden auch die Mädels an der Champs-Élysées, an der Seine und in den Nachtclubs. Von uns natürlich, also tanzenmäßig hart rangenommen, ist klar. Da sehen wir es noch. Da mit der jungen Dame, der haben wir einen Drink ausgegeben. Sehr offenherzig, die gute Dame, kann ich euch sagen. Needless to say, most of us were uncomfortable, the rest just plain humiliated. Haven't been checked out that closely since boot camp. Jeez, it was only Paris. Paris. Nicht Hilton, die Stadt. Back to work today, strafing the front. How quickly one remembers what was so easy to forget. Eine Strafing-Mission kommt jetzt auf uns zu. Sehr schön. Genau, strafe the infantry, also auf die Soldaten schießen. Supplies, Convoys, AA, Guns and Tents als Secondary Targets. Und natürlich Rotkreuz-Einheiten mal wieder nicht beschießen. Und wahrscheinlich auch keine Kirchen, falls sie uns vor die Flinte kommen, die Kirchen. Dann schießen wir auch nicht auf die. Natürlich nicht. Gut. Same old Verdun. Ja, hat sich nicht verändert, die Stadt. Warum auch? With our troops advancing, we flew in low to scatter the enemy regiments that had exposed themselves in their own poultry attack. Ja, dann lass uns mal. Schön hier auf Moorhuhn schießen. Oh, das war doch schon mal direkt. Boah, komm. Da ist doch schon wieder jemand im Busch, oder? Ja, den habe ich denn nicht erwischt. Ist ja ein Ding. Haha, hier. Oh, ich schrulisch da. Ja, komm, die schieße ich auch mal ab. Ich hoffe, die Kanonen schießen, das ist wichtiger. Sonst holen die uns nämlich vom Himmel. Ja, ich hole dich ab. Dich, boah, noch so eine Kanone. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Genau, ein paar Zelte, die Kanone. Muss mal aufpassen. Obwohl, es passiert ja nicht viel in der Mission. Wenn wir hier abstürzen, dann stürzen wir ja in der Tat nur ab. Ja, komm, dich erwische ich noch. Ich habe das Gefühl, ich erwische nicht genug Soldaten. Boah. Ja, einer hat aber Schwein gehabt, du. Boah, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Dich erwische ich nicht. Ah, ich habe schon wieder einen lahmen Daumen. Lahmen Daumen. Schnell, ich auch noch. Hehehe. Gut, komm. Oh, hier noch, den noch. Ey.
Naja, nicht auf das Rotkreuzfahrzeug schießen. Das kommt dann wieder nicht gut an bei Farrah. Mann, sieht unser Flugzeug wieder aus. Na komm, das noch. Hier, die Dinger. Ja, okay, die erwische ich nicht mehr. Na gut. Puh, erstmal meine Hand ausschütteln. Thought I hit my mark. Ja, das glaube ich auch, dass das eine gute Mission war. Ja, ein voller Erfolg. Von 75 Soldaten haben wir 43 getroffen. Das macht 57%. Also muss man wahrscheinlich immer über der Hälfte liegen. Dann reicht das. Ansonsten Gunnests haben wir alle erwischt. Ein paar Zelte erwischt. Ja, das sieht doch gar nicht so übel aus. Ja, zu Recht ein voller Erfolg, diese Mission. Zu Recht. Allies retaliate, launch some offensive. Achso. Die Somme-Offensive wurde gestartet. So, jetzt habe ich das verstanden. Was ist das für eine Überschrift? Sehr schön. Es geht also auch geschichtlich mit der Geschichte weiter. Finde ich schön, dass das so erzählt wird nebenbei. Es macht viel aus mit der Atmosphäre. Auch mit dem ganzen Tagebuch, was erzählt wird. Aber leider ist die Zeit schon wieder rum. Wie es weitergeht in den Krieg, wer den Krieg gewinnt und wie es mit dem 56. Geschwader weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.